Ja, Freunde, damit willkommen zu der neuen Folge von Scoob. Wir wollen heute mal gucken, was die Spieler so treiben, wie immer, ne? Und wir erwischen jemanden beim Bauen hier. Kemka baut hier. Da hat er oben rechts schon ein Schild gemacht. Kann man das sehen? Ich glaube schon so ein bisschen, ne? Na, dann wird das der Kemka sein wahrscheinlich, oder? Ja, der ist hier fleißig am Bauen, Leute. Er hat sich ein Häuschen geschnappt und macht das, jetzt ein bisschen sicherer. Da siehst du mal, das sieht das schon wunderbar aus, Freunde. Genauso müsst ihr das auch machen. Ja, nicht eine Tür, nicht zwei Türen, sondern am besten 10 Türen hintereinander, dann wird er auch nicht so schnell eingebrochen. Ja, einmal ein bisschen mehr investiert in das Häusle bauen und schon fühlt man sich ein bisschen sicherer zumindest. Ja, ja. Da gibt es schon ein paar Symptome, die man machen kann, um das Haus sicher zu machen, Leute. Ne? Aber viele machen das dann auch nicht. Die hören dann eher irgendwie auf oder ziehen ganz um oder sowas. Ne? Dabei kann man doch seine bestehende Burg, kann man doch upgraden und verbessern, sozusagen, ne? Man munkelt halt, ne? Aber, liebe Freunde, ich zeige euch ja hier in meinen Videos auch ab und zu mal so ein bisschen Inspiration halt, ne? Ja, er versteckt sich da hinter der Wand. Er zieht jetzt seine Blueprints, das sehen wir nicht. Dann gucken wir mal, was hier so abgeht heute auf dem Server, Leute. Mal gucken. Oha, wer ist das? Hase! Bist du irgendwie hier im Fluss oder was? Was ist das denn? Ist das hier nicht eine Flussrinne, sag mal, oder ist das hier? Hä? Grafik, wo bist du? Nee, ist kein Fluss, ist ein Zug, okay. Alles klar, wem hat er denn abgeknallt? Asarox anscheinend oder was? Oh, die Nudeln sieht man auch schon wieder. Ich verstehe das einfach nicht, ne? Ich verstehe es manchmal nicht. Das sah ihm aus wie so, als ob er hier unter Wasser wäre, ne? Ja, Asarox, das kommt davon, weil du kein Mitglied bist. Tja. Nimm den Beispiel daran. Hase, das hast du sehr gut gemacht. Alle Nicht-Mitglieder wegknallen. Hase ist nämlich Mitglied. Alle Geizwürste wegknallen. Auftrag erledigt, sehr gut. Was macht er jetzt da? Hey, du hast mir Pistole, komm zurück. Und Hase, Der nächste Bambi. Wer ist es? Grinch. Der Grinch ist am Looten, Leute. Hast du nichts bekommen oder was? War schon leer oder wie? Magere Ausbeute, 3 Minuten läuft dann noch. Er hat nichts bekommen, weil er muss anscheinend sich hier mit kräftigen Survival hier überleben. Naja gut, der wird ja auch keine Schlüssel jetzt haben, hätte ich fast gesagt, Dietrich und so was. Also falls den jetzt wirklich noch keiner vorher aufgeknackt hat, ist natürlich blöde dann für ihn, ne? Aber dann würde ich da drin aus nicht so lange abcampen, Alter. Sondern auf. Looten gehen. Ja, wenn man da eh nichts knacken kann, hast du ja keine Brechstange. 2 Minuten danach. Merkwürdig. Was macht der? Will er sich in die Luft sprengen oder was? Sehr mysteriös. Baum hier drin, ey, das sieht ja aus. Ja, alles leer. Aber hier auf einen anderen Spieler wartet. Man munkelt, Leute, ne, oder? Die Lunte brennt. Hey Leute, wir müssen jetzt CO2-Gehalt jetzt hier langsamer senken. Ne? So geht das nicht. Feuerwerk wird verboten und die Lunden gibt es auch nicht mehr. Lul. Und da müssen wir noch die Autos abschaffen. Gibt nur noch Fahrräder oder E-Autos. Der will sich explodieren lassen oder was? Also das ist jetzt einmal. Verstehe ich nicht. Warum macht er das? Psycho-Bambis. Ach so, der geht ja offener natürlich, ne? Da will er jetzt drauf warten, Leute. Okay, jetzt verstehe ich langsam. Also, dann wurde der noch nicht gelootet. Die Fächer sind noch zu. Er wartet jetzt die Zeit ab, dann öffnen sich die Fächer automatisch. Und dann, liebe Freunde, dann muss er sehen, dass er in 10 Sekunden hier schnell wegkommt.
Stellt er sich in Position. Alles klar, so ein Fuchs ist das hier, ne? Deswegen campt er hier ab. Ja, klar. Die öffnen sich ja. Bei der Uhrzeit, das lohnt sich ja. Da braucht man denn, da kann man das mal eben machen. Das ist gut. Aber wenn da jetzt 20 Minuten oder so, würde ich auf den nicht warten, dann wäre ich weiter gelaufen. So, jetzt geht's los, Leute, pass auf. 30 Sekunden bis zum Explow. Mal gucken, ob der in Luft fliegt oder nicht. Was meint ihr? So, bei 25. Da geht's schon los. 25 Sekunden hat er Zeit. Lunte brennt nicht mehr. Das Licht leuchtet draußen und er nimmt nur eine Sache, die Handschuhe. Oh ne, das blödeste Fach. Junge! Er nimmt das blödeste Fach, Alter. Holy shit! Oh, wie er wegläuft. Er hat aber Angst gehabt, wa? Und zu halten. Da hat er eigentlich dieses scheiß Fach genommen mit den Masken, ne? Den Handschuhen und dann war da noch irgendein drittes Teil, glaube ich. Ah, das konnte wahrscheinlich nicht mehr tragen. Die unnötigsten Sachen, Leute. Die unnötigsten Sachen. Hättest du noch mal ins andere Fach geguckt. Also, ganz ehrlich. Zwei Fächer mindestens kannst du dann noch looten bei der Zahl. Also, du guck mal hier, der hattest noch eine Menge Zeit. Ah, der war zu ängstlich jetzt. Er hat doch eh nichts zu verlieren. Scheiß doch drauf, Junge. Hättest du wenigstens noch ein zweites Fach gucken müssen. Reingucken, zumachen, gleich das nächste Fach öffnen. Naja, gut. Aber vielleicht ist er zufrieden mit seinem Rüssel. Und den Handschuhen. Verrückt, oder? Er denkt wahrscheinlich aus einem Dreckscontainer. Naja, besser als nix. Kann ich auf dem Flohmarkt verkaufen. Der nächste Bambi. Sag mal, heute ist Bambi-Time hier, oder was? Wer ist es denn? Schon wieder ein Hase. Wie viele Hase haben wir denn hier? Knüppelhase, Leute. Auch kein Mitglied? Heute werden die ganzen Nicht-Mitglieder geschändet. Ja, Freunde. Wir hier auf der LP-Schmiede, wir leben leider... Auch wenn wir es gerne hätten. Nicht von Luft und Leben, ne? Auch wir brauchen Bares, ne? Deswegen bin ich hier wahrscheinlich auf diese Insel gekommen. Ich habe versucht, eine Bank zu überfallen. Und das hat wohl nicht ganz so geklappt, ne? Und jetzt bin ich halt Armutsbandit auf dieser Insel hier, Leute. Ich weiß nicht, was ihr für Dreck am Stecken habt. Aber wenn ihr das, was wir hier machen, gut findet, dann freuen wir uns natürlich über jeglichen Support. So, ne? Du komischer Knüppelhase. Oder Krüppelhase? Oder Knüppel? Ne, Knüppel, ne? Nicht Krüppel, oder? Ey, Leute, das wäre so geil, wenn hier jetzt ein Zug wäre, ne? Einmal hier einen Scheitel rasieren. Wäre das nicht geil? Ich wär nicht einen Zug fahren, Mann. Tut, tut. Ach, Mensch. Wir wollen Züge. Wir wollen Züge. Wir wollen Züge. Na, pass mal auf, da wird bestimmt noch was kommen, ne? Schienen sind ja schon mal gelegt. Der Schaffner steht da drüben auch schon, seht ihr? Mhm. Wir sind hier in der neuen Welt, man sieht's. Da hinten sind die Elektrobäume. Da ist der Schaffner. Wo ist denn mein Zug? Ja. Loop bei ihnen, ne? Tja. Heute sehen wir echt nur Unterhosenleute hier, wa? Wahnsinn. Ist ja wie verhext. Das ist ja langsam nicht mehr normal. Der nächste Bambi, Jungs. RIP. Jason ist es. Also sag mal, was macht ihr denn hier? Seid ihr alle keine Mitglieder oder was? Tja. Dann sollt ihr das vielleicht mal ändern. Dann habt ihr wahrscheinlich eine höhere Lebenserwartung hier auf dieser Insel, liebe Leute. Ja, ihr seht, was hier abgeht. Also heute ist Bambi-Tag. Bambi-Time. Nur wo ist denn der Killer? Ist es Hase immer? Anderer Hase? Ja, ich glaube, das gebe ich mal in Auftrag, ne, als Bandit. Nicht-Mitglieder abzuballern und dafür gibt es ein paar Scoom-Dollars hier im Spiel, Alter. Wäre das was oder was? Werdet ihr dadurch motiviert, die Geizwürste zur Strecke zu bringen, hier auf diesen wunderbaren Server, Freunde? Ja, der ist im Bunkerblatt gehauen worden, oder was? Sieht fast so aus, ne? Warte, ich scanne mal eben kurz. Bei einer anderen Spielersicht zumindest nicht.
Nehmt auch jeden Baum mit, ne? Köstlich. Immer noch AFK? Läuft da am Bunker vorbei. Ja, automatisch laufen ist schon cool. Ja, vielleicht hat sie ihn ja gar nicht erwischt, aber könnte sein, ne? Man munkelt. War es vielleicht ja doch ein Spieler? Ja, Jungs, man sieht ihn kaum. Der Schlingel ist am Trainieren. Jürgen Heinz. Noch so nah in sie? Ja, dazu habe ich ja schon was gesagt, ne? Eine Ecke aufstellen, ob das jetzt so ist oder ihr macht zwei Bretterbuden so halt, ne? Und da in der Mitte muss ein Busch sein und dann levelt ihr halt mehrere Skills. Das macht er gerade hier, der Heinzel. Also alles richtig gemacht. Kann man machen. Sogar über Nacht theoretisch, ne? Um 12 Mitternacht ist ja der letzte Reboot. Und wenn du deinen Typ dann einklemmst, hier so wie er jetzt hier, ne? Gehst halt pennen und um 6 Uhr morgens ist der nächste Restart. Ab dann wirst du aus dem Spiel geworfen. Aber bis dahin hast du halt so roundabout 6 Stunden trainiert, ne? Das ist gar nicht mal schlecht. Oder halt, ja, wenn man dann Film eben guckt oder auf Klo muss oder Mittag isst oder was weiß ich was. Da kann man seine Scoom-Figur kann man immer trainieren. Aber man muss auch dazu sagen, weil wir hier ein Early Access Spiel spielen, naja, kann das auch jederzeit sein, dass der Charakter gelöscht wird durch einen Vibe oder wie auch immer, das müsst ihr auch wissen, ne? Oder ihr eure Bude verliert, eure Autos verliert, eure Boote verliert, was weiß ich, wir spielen ja ein, doch, heftiges Early Access Spiel, was sich oft ändert, das ist ja nun mal so, ne? Also, ihr solltet keine Verlustängste haben. Ja, man sieht's, der nächste trainiert auch. Also die Leute, die das jetzt gemacht haben, die scheinen jetzt aktuell meine Videos geguckt zu haben, weil ich gerade vor einem Augenblick darüber gesprochen habe. Wer ist es denn? Dann Barbie! Dann Barbie ist auch am Trainieren. Und hier könnt ihr nochmal sehen, wie euch das künstlich erschafft. Also früher habe ich selber immer Bäume gesucht, so die so zwei Bäume dicht aneinander sind und so, ne? Und mit einem Busch und so. Dabei ist es ja ganz leicht, dass man das eben selber zusammenbaut, ne? So eine geile Level-Ecke. Und hier kann man das jetzt deutlich sehen. Da könnt ihr Schränke hinbauen oder halt Wände oder Tische. Das ist scheißegal was. Na, Hauptsache, ihr macht euch da irgendwie so, ja, so Laufrinnen oder wie man das nennen soll, ne? Und bestenfalls halt noch einen Busch dazwischen. Einen großen Busch oder sowas, wo man dann trainiert. Also ihr müsst dann dieses Rascheln vom Busch hören. Dann kriegt ihr noch extra Bonus dazu. Es kann sein, dass dein Busch jetzt hier ein bisschen zu klein ist. Muss man darauf achten. Aber wenn der immer so dieses Rascheln von den Büschen halt bei jeder Bewegung so, ne, dann weißt du, dass der Busch dich weiterlevelt. Ist ja so. Ja, das sind so kleine Tipps und Tricks, ne? Ja, wir sind hier in einer großen Bunkeranlage, Freunde. Sally hier unterwegs. Geil das so? Ja, ihr ahnt es schon, wo Sally hier unterwegs ist. Brauchen wir Nachtsichtgerät oder geht das noch? Das geht noch halbwegs, oder? Ja, ist schon ziemlich dunkel. Aber ich habe das. Ich habe den Monitor und die Aufnahme ein bisschen heller jetzt irgendwie gemacht. Ich hoffe, das funktioniert jetzt alles ein bisschen besser. Zumindest ich kann jetzt auch wieder was sehen. Vorher hätte ich hier, glaube ich, gar nichts gesehen. Aber Sally hat sich jetzt halber ein Nachtsichtgerät auf. Das ist schon mal gut, ne? Und Sally hat auch das Supporter-Paket Nummer 1, deswegen hat er eine Uhr um, oder sie, oder wie auch immer. Und kann die Uhrzeit lesen. Ja, wir sind gerade beim großen Flugbahnhof, Leute. Wer hätte es gedacht? Hier gibt es große Flieger. Und große Rabi, es gibt's ja auch. Geht das Maschinengewehr nicht? Wenn er dann davor läuft. Das ist ja auch geil, ne? Jetzt einmal durchrasiert hier den Typ. Sally ist in Umkleidekabine. Oder auch nicht. Lagerraum, keine Ahnung. Mördersitze. MP5. Nachtsichtgerät hochgeklappt. Also Scoom gibt sich sehr viel Mühe mit den Details an den Charakteren, die Waffen und so weiter und so fort, ne? Aber Scoom hapert das manchmal noch an der Umgebungsstruktur sozusagen. Also, im Livestream habe ich das ja auch gesagt.
die Autos von innen zum Beispiel, wenn ihr im Auto reinsteigt und dann in die Ego-Perspektive geht. Das sieht noch eigentlich schrecklich aus. Wir können es auf jeden Fall verbessern, ne? Aber dafür ist das sehr schön detailreich und hochauflösend hier unsere Charaktere gemacht und die Waffensysteme und sowas, das ist schon cool. Aber wenn die mal Zeit haben, sage ich mal in Anführungsstrichen die Entwickler, ne? Dann würde ich da vielleicht noch ein bisschen bessere Autos machen, ein bisschen hübschere und sowas. Aber das kommt wahrscheinlich noch Stück für Stück. Aber kurzer Flügel, ne? So überhaupt konform. Man munkelt. Na, mal gucken, ob Sally einen vom Kopf kriegt. Oh, das ist ein Sprengzombie. Gottes Willen, das fehlt noch mal. Hat sie auch gerade erschrocken. Oh mein Gott, jetzt gerade. Jetzt, das hat. Das haben wir gehört, aber das ist ein bisschen dumm noch. Der nächste kommt. Oh, na? Jetzt wartet sie auf den Sprengel. Der kommt schon wieder einer, ey. Zombies, ne? Die sprechen sich ab. Kommen nach und nach. Auch voll weggerotzt, wie das aussieht. Jetzt kommt er hier, der Boss. Ja, jetzt geht's los. Oh mein Gott, Sally, Alter. Bist du noch da? Hat lange gebraucht, weil ich dachte, jetzt sieht es aus wie eine Maus. Oh, guck mal, der ist doch hier in der Luft geflogen. Also ich glaube, der wurde voll erwischt, oder sie. Er macht die Bandagen, Notbandagen jetzt, oder was? Oh, die eigene Klamotte macht er kaputt. Hat wohl sonst nichts zum Heilen war. Ja, das war klar. Ey, guck mal, der ist ja direkt vor ihm explodiert. Also, ich kann nur sagen, wenn ein Sprengzombie kommt, hier so ein Pipan, raufballern, gar nicht lange warten. Die haben eine unheimliche Sprengkraft, ne? Es kann auch sein, dass sein Bein jetzt zerfetzt und alles mit munkelt. Die zerfetzt einen schon übel, Mann. Mal die Waffensysteme wieder nachladen, sehr gut. Beine ist nicht erwischt worden. So leuchtet. So sieht's aus hier bei Scum, Leute. So, Zombie-Welle zerfetzt. Jetzt geht's wieder zu den Robbies hier. Und wieder zurück, ne? Ah, oh, das hält immer so auf, dieser Scheiß, ne? Gut, Freunde, dann sehen wir uns morgen wieder, wenn ihr Bock habt. Und dann, bis dann.